Schalter Bürgerschaft überbringe ich Ihnen die herzlichen Glückwünsche zum 100. Geburtstag. Die ganze Bevölkerung von Kaltern, die Herrgottskinder, wünschen Ihnen alles, alles Gute, noch weiterhin viel Gesundheit und dass Sie noch lang, lang die ganzen Stufen schaffen und auf unser schönes Schulhaus ein gutes Auge werfen. Und man sieht, glaube ich, wie beliebt Sie bei der Musikkapelle sein, dass Sie allem auf die Sam schauen. Danke vielmals für alles und alles, alles Gute. Ich darf Ihnen bevor ich heimgehe oder in der Pause, in der Mittagspause oder so. Und die Frau Lydia hat mir so viel aus ihrem Leben erzählt. Also ich weiß sogar die Ursprünge der Ehe ihrer Eltern. Die Mama ist aus Ungarn gekommen, hat im Kurhaus in Meran, ja, war sie Köchin. Und in der Wintersaison auf der Mendel oben im Grand Hotel. Und dort hat der Herr Edelweiß geklaut und Ein Bub. Und die Frau Lydia, also die Mama von der Frau Lydia, hat gesagt, das darf man den und hat ihn so ein bisschen hergenommen. Und auf jeden Fall wollte er ihr noch einen Edelweiß schenken, sie hat es nicht angenommen. Und später haben die zwei sich dann besser kennengelernt. Mittlerweile hat mir nachher der Campi mit den Kaiserjäger. Ja, Militär gehen 3 Jahre. Und danach ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. 4,5 Jahre in Russland und danach haben die zwei sich wieder getroffen, haben dann ganz gleich geheiratet. In Meran oben auf der Straße haben sie sich getroffen, ja. Dann haben die zwei geheiratet und nach 2 Jahren ist die Frau Lydia geboren, also 1920. Und weitere 2 Jahre später der Leonhard, ihr Bruder. Ja, dann hat die Familie sich angesiedelt in der Sterngasse. Und nein, also vor 91 Jahren, als die Frau Lydia 9 Jahre alt war. Vor 91 Jahren ist die Familie von der Frau Lydia in die Schule da eingezogen, weil ihr Vater, der Herr Campi, die Stelle da gekriegt hat. Und der hat als Schulwart und wird, ihre Mama scheint mir auch. Und nachdem dann ihre Eltern leider verstorben sind, hat die Frau Lydia die Stelle übernommen. Ich bin über 27 Jahre, mein Vater ist gestorben, 63. Da war die Frau Lydia 27 Jahre da Schuldienerin, wie Sie sagen, heute sind wir Schulwartet. Und vor 35 Jahren sind sie in Pension gegangen, sind allerdings alle noch, also jeden Tag an der Schule da und verrichten ganz viele Aufgaben, von der Post bis in der Früh zum Lüften. Wir im Büro ist eh viele einschalten im Winter oder in der Übergangszeit und im Sommer in die Klimaanlage einschalten, Papierkörbe ausladen und Post holen und alles Mögliche überwachen, dafür sorgen, dass das Gatter zugesperrt ist. In der Schulratssitzung haben bis 11 Uhr, dann bleibt die Frau Lydia bis 11 Uhr. Also alles nicht so selbstverständlich, noch 35 Jahre nach der Pensionierung. Ja, ich dazu ist Seele des Hauses.
91er. Jetzt hat mir mal die Frau Lydia Liste geschrieben. 15 Direktoren sind. Ja, alle chronologisch geordnet. Ich bin halt die letzte mittlerweile. Ich weiß ja schon ziemlich Bescheid. Also von Direktoren, die einen Riss in der Hose gehabt haben, die inzwischen ins Klo rein sein und sie heraus nachladen von Direktor und Unterhose im Klo und selektierten. Ja, da kann die Frau Lydia ganz interessante Sachen erzählen. Also Frau Lydia, im Namen der ganzen Schulgemeinschaft, der vielen, dass ich sagen, tausende Schüler, die sie schon miterlebt haben und der vielen Eltern aus Kaltern und auch nicht aus Kaltern, und anderen Schüler auch. Herzlichen Dank, alles Gute, bleiben Sie so gesund und bleiben Sie uns noch ganz, ganz lange erhalten. Alles Gute. Spiel.
Sternstunde.